Ich bin Linda Wolfsgruber, wohne seit 23 Jahren in Wien, bin gebürtig aus Südtirol und beschäftige mich mit illustrierten Büchern. Es geht um den fernen Osten, es geht um ein Kamel, um ein altes Kamel, das mit seinem Händler, also der Halim, das ist sein Besitzer, das Kamel muss durch die Wüste wandern und er gönnt ihm keine Ruhe. Ich habe ein Jahr lang in Iran gelebt, habe auch die Wüste bereist, war auch dort und konnte dann wirklich von meinem Fundus, von meiner Dokumentation, dass ich zum Teil als Fotomaterial, zum Teil auch als kleine Filme mitgebracht habe, da konnte ich sehr viel profitieren. Im Bett und auf dem Sofa. Dort, wo es viel Sonne gibt. Die Dolomiten sagen. Weil es schön ist.